Hallo zusammen, ich stehe hier im Wald oder wenigstens am Waldrand und ich zeige euch heute, was ihr machen könnt mit dieser Batteriebox. Die habe ich schon im anderen Video vorgestellt. Und das könnt ihr nur mit der Batteriebox machen, nicht mit der Powerstation und nicht mit einer Powerbank. Ich bin hier mit meinem Carly hier gewesen, das ist ein Opel Karl. Und meine Batteriebox ist leer. Es geht jetzt hier um zwei. Der eine, wie lade ich dann die Batterie wieder auf, wenn ich im Blackout die Batterie gebraucht habe? Oder auch ein Camper, der irgendwo hier, muss nicht unbedingt die Jahreszeit sein, steht und wieder Strom braucht. Wir machen hier einen kurzen Schwenk, wo ich bin. Man sieht hier nicht viel, es liegt ein bisschen Schnee, hat geschneit. Und wir gehen jetzt hier am Waldrand wieder zurück zu meinem Karl. Ich mache meinen Karl hier die Haube auf. Und zu dieser Batteriebox hier habe ich ja so ein Starterkabel. Das heißt, ich stelle den Schalter hier auf 0 oder off, stecke das Kabel hier ein und gehe damit hier auf die Batterie, einmal plus und einmal minus. Ich habe es immer noch nicht so mit den Beinen und ich wähle mich hier jetzt auch im App ein mit der Batterie. Wir sehen, ich habe hier 0% Ladung und ich habe eine Spannung von 12 Volt. Vorher war sie leer, sie hat sich jetzt ein bisschen wiederholt und ich sehe den Strom, der hier nicht reingeht. Was kann ich machen? Ich lasse das Auto laufen im Standgas. Ich habe hier den Hauptschalter, ich schalte den ein und ich kann hier jetzt zum Beispiel auch den Wechselrichter einschalten. Dann sehe ich hier, kann ich einstellen, Spannung der Batterie 12,3 Volt. Ich laufe ums Auto rum. Wir sehen jetzt schon, die Spannung am Display geht hoch auf 13 Volt und wir sehen hier, die Spannung auf dem App. Wir haben hier eine Spannung von 12,6 Volt und wir haben eine Ladung von 50 Ampere. Jetzt hier im Standgas 50 Ampere kann ich in die Batterie reinladen. Das heißt, die Batterie wäre in 2 Stunden wieder voll. Wenn ich jetzt hier so gemütlich stehe, ich kann ins Auto sitzen, weil es hat 0 Grad und so kann ich meine Batterie laden, wenn ich zu Hause einen Blackout habe, dann kann ich wieder 3 Tage die Heizung betreiben. Ich kann auch im Auto sitzen und natürlich auch Radio hören, weil zu Hause gibt es keinen Strom. Jetzt gehen wir ins Auto und ich gebe dann jetzt ein bisschen Gas, dann sehen wir auch, was dann in die Batterie reingeht, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe. Wir sehen jetzt hier, die Drehzahl ist bei 900, knapp 1000
Umdrehung pro Minute, läuft im Standgas. Ich habe hier die Lüftung laufen, weil es ist kalt draußen. Die stelle ich jetzt hier ab. Und die Spannung ist auf 12,7 Volt angestiegen und 45 Ampere. Ich kann jetzt hier bei diesem Karl, habe ich ein bisschen mehr Drehzahl gegeben, auch noch ein bisschen mehr. Ihr seht, die Ladeleistung wird nicht höher. Es ändert sich also nichts an der Leistung vom, was hier reinkommt. Ich habe es ausprobiert mit dem einen Fahrzeug, da kam ich dann auf 80 Ampere hoch. Und noch mit einem anderen, da kam ich auf 140 Ampere hoch. Nur da ist das Problem, da muss ich gucken, weil sonst schaltet mir die Batterie hier aus beim Laden. Wir sehen jetzt hier meine zwei Ladekabel und ich habe hier einen Zangenampermeter. Ich stelle das ein auf 100 Ampere, auf Gleichstrom. Hier könnte ich noch ein bisschen Licht einschalten und ich kann jetzt das hier einhängen. Wenn ich hier das Zangenampermeter hier reinmache, sehen wir, dass ich hier eine Ladung habe von 41 Ampere. Das Ding ist wahrscheinlich nicht geeicht, auf dem App bringe ich 45,6. Ja, ich stehe hier immer noch im Walde draußen. Ich muss hier eben 2 Stunden warten, bis ich das mit diesem Karl geladen habe. Das geht mit diesem Karl. Wenn ihr aber ein neues Auto habt oder ein Elektroauto, dann sieht das ganz anders aus. Also ihr müsst ein altes Auto haben, das mindestens 5 Jahre alt ist, das ist eine konstante Ladekurve. Anstelle von diesem Ladekabel könnte man auch nur einen Stecker besorgen und das direkt anhängen. Aber wir reden da nicht davon aus, dass ihr das für ein Blackout mal irgendwann braucht. Und andere Videos über das Laden von dieser Box, die bringe ich natürlich auch noch über elektrisch, über Auto, über Solar. Hier mache ich euch das Video von meiner Ölheizung, die ich probiert habe zu betreiben mit dieser Box. Das ist die Technik, Stromausfall. Das ist simpel, einfach, so könnt ihr diese Akkubox wieder laden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.